Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind auf dem Weg Richtung Satellitenstation Olivia für die Bruderschaft. Ja, wir freuen uns, dass wir der Bruderschaft auch mal dienen dürfen. Ritter sind wir schon angeblich. Ja, die Powerrüstung haben wir aber auf der Pritwin gelassen. Ja, wir waren ja auf der Pritwin. Einmal. Naja, öfter schon. Gezwungenermaßen. So, wir nähern uns hier der Red Rocket Raststätte und ich überlege, ob wir da nicht mal einen kleinen Halt einlegen sollen und vielleicht wenigstens mal schlafen gehen sollen. Da werden Erinnerungen wach, wenn ich diese Kreuzung sehe, wie lange das gedauert hat, wie wir hier gekämpft haben gegen so Mücken. Ja, ihr wisst, diese Blutkäfer. Ach, war das schön. Ja, das ist immer noch schön. Jetzt stehen hier überall unsere Bauten und alles ruckelt. Es geht jetzt. Nach dem Neustart letztens geht es noch. Ich glaube, diese Folge könnten wir noch ruckelfrei überstehen. Ja, jetzt haben wir hier also die fertige Siedlung. Die fertige Siedlung. Na, ihr wisst schon, Red Rocket Raststätte. Wir werden keine Sightseeing-Tour machen. Das machen wir ein andermal. Das machen wir auf jeden Fall, aber jetzt nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Aufträge, die wir da haben. Und dann würde ich ganz gerne, wenn es wieder stabil läuft, wenn es so wie in der letzten Aufnahmesitzung war, da lief es dann ja wirklich für 15 Folgen oder 20 Folgen stabil, ohne dass wir neu starten mussten. Ja, und wenn das so, wenn ich merke, dass das dann so stabil läuft, dann gehen wir schnell irgendwo hin und fangen an zu bauen. County Crossing haben wir noch nicht ganz fertig gebaut. Und dann wollen wir vielleicht zur nächsten Siedlung auch schon übergehen und da dann weiterbauen. Solange es eben nicht ruckelt, wollen wir das machen. Und ich denke, wir brauchen auch gar nicht, uns hier groß zu erleichtern. Die Sachen, die wir jetzt dabei haben, die behalten wir auch dabei. Denn wenn wir zur Satellitenstation Olivia gehen, dann werden wir sowieso überladen da und wieder rauskommen. Wohin geht's als nächstes? Kate, du bist hier die Gärtnerin. Und wächst das Gemüse? Hoffst du etwa auf einen Kuss? Kate ist der Rüstungsständer, was mich jetzt schon wieder ein wenig... Naja, wundert. Sagen wir wundert. Denn das bedeutet, dass wir hier wahrscheinlich überhaupt nicht schlafen können. Ein herrlicher Tag für einen Spaziergang. Nein. Das funktioniert alles nicht. Auch diese Siedlung haben wir kaputt gebaut, wie man sieht. Manchmal geht es, aber meistens, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, kommen wir hier nicht mehr dran. Irgendwo steht ein Rüstungsständer und du stehst auch im Weg. Darf ich mal? Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ein kühles Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Karottensaft. Ja, okay. Warum auch nicht? Gut, dann können wir in dieser Siedlung also gar nichts machen, liebe Welt da draußen. Wir schauen mal auf die Karte. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Ten Pines Bluff nicht vielleicht noch da wäre. Also in der Nähe, etwas näher dran sogar am Außenposten. Ach, am Außenposten, ich meine an der Satellitenstation Olivia hier oben. Da haben wir Ten Pines Bluff. Ja gut, dann laufen wir erstmal nach Ten Pines Bluff. Und vergessen das mit der USAF-Satellitenstation Olivia erstmal. Dann starten wir also von Ten Pines Bluff aus. Ich wäre jetzt hier ganz gerne schlafen gegangen und hätte hier also dann einen Speicherpunkt gehabt. Aber gut, was nicht soll, das soll nicht. Ja, unser Sanctuary Hills. Die meisten von euch, liebe Welt da draußen, haben es ja dann schon gesehen. Und nochmal, eine Siedlungstour werden wir mit Sicherheit noch machen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Es kamen ja auch schon Vorschläge. Wir haben ja noch unsere Serie Zusehersiedlungen, so heißt das richtig, in der ihr die Möglichkeit habt, eure Siedlungen vorzustellen, in der auch schon viele Siedlungen vorgestellt wurden. Und da kam schon in den Kommentaren der Vorschlag, dass ich meine Siedlungen mal in den Zusehersiedlungen vorstellen soll. Nun, die Serie heißt ja Zusehersiedlungen und vielleicht gibt es dann, ja mit Sicherheit gibt es dann eine extra Playlist, die aber dann hier zu dem Let's Play eigentlich gehört. Mit unserer Lucretia, mit dem Bärenkopf im Moment.
Und in der Playlist werde ich da mal so eine Siedlungstour machen, aber eine große. Und ich denke mal, das machen wir wirklich, wenn wir fertig sind. Also es wird noch dauern, aber dann gucken wir uns auch alles ganz genau mal an. Bis jetzt machen wir das immer so halbherzig, so ein bisschen hier gucken, so ein bisschen da gucken. Und ja, wir haben ja auch was anderes hier zu tun. Jetzt zum Beispiel den Auftrag hier für die Bruderschaft. Da ist ein Red-Hirsch. Habe ich nicht letztens erst gesagt, wir haben schon lange keine Red-Hirsche mehr gesehen. Ja, wir wurden nicht von dem Red-Hirsch gebissen. Daumen in der Ecke, das scheint so eine Ecke zu sein. Aber Nephi Farm ganz stark und auch um Sanctuary Hills herum, da ist eine Ecke, da landet der Titel dann immer noch auf dem Desktop. Ich dachte, das wäre mittlerweile behoben worden. Das ist schon richtig lange nicht mehr passiert, aber ich habe mich gleich erinnert, ja, hier oben in der Ecke Sanctuary Hills und vor allem aber Nephi Farm ist es ganz, ganz häufig so, dass der Titel auf dem Desktop landet. Das heißt, man hat nicht mal mehr einen Exit-Save-Punkt. Da muss ich nochmal sagen, das gefällt mir überhaupt nicht an dem Überlebensmodus. Ich glaube, da habe ich schon öfter drüber geflucht. Da hätte man das lieber, also finde ich, feiner machen sollen mit den Krankheiten, dem Essen und Trinken. Das vielleicht ein bisschen anziehen sollen, ein bisschen schärfer machen sollen, als dass man keine Speichermöglichkeit mehr hat. Aber gut. Noch fieser wäre natürlich ein Permadeath, wenn man also für immer dann stirbt. Allerdings, das Störende ist ja, gerade wenn man jetzt, also wenn man alleine ist, wenn man alleine aufnimmt, ohne, also wenn man alleine aufnimmt, wenn man gar nicht aufnimmt, wenn man alleine ist und das alleine spielt, ohne für YouTube da irgendwas machen zu wollen, dann ist das schon ärgerlich genug, wenn der Titel auf dem Desktop landet und man dann am Bettchen wieder zu sich kommt. Schwieriger, könnt ihr euch vorstellen, ist es natürlich, wenn man für YouTube produziert, wenn man Aufnahmen machen möchte und dann passiert so etwas. Ja gut, dann hätte man den Überlebensmodus vielleicht nicht nehmen sollen, das ist, aber es macht mehr Spaß, es ist eine ganz andere Spielweise und wir haben den Überlebensmodus ja von Anfang an drin. Abgesehen davon, dass der richtige Überlebensmodus ja erst mit dem Patch, ich glaube 1.5 rausgekommen ist. Und die Schwierigkeit nach wie vor ist eben, ja, wenn der Titel schon abstürzt, dann sollte er wenigstens irgendwie vorher noch einen Speicherpunkt anlegen. Oder, ach, ich habe keine Ahnung, das geht ja alles auch nicht. Hier sind wir schon wieder in der Nähe von Sanctuary Hills, wie man sieht. Wir haben hier den Rüstungsständer vor uns. E benutzen. Und der Rüstungsständer ist leer. Wie auch immer. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der Titel gleich wieder abstürzen wird, was ziemlich anstrengend ist, da noch bei Laune zu bleiben. Ja, ich bin gut gelaunt, sonst würde ich ja die Aufnahme auch nicht machen, aber sowas zieht einen dann ja natürlich schon ziemlich runter. Und ich denke, ich habe mir früher immer die Mühe gemacht, dass ich dann zurückgegangen bin und das dann zusammengeschnitten habe. Natürlich, für euch mache ich mir gerne die Mühe, aber ich möchte auch ganz gerne weiterkommen. Ja, hier könnte man ja schlafen gehen, aber ja, wenn man jetzt 10-mal schlafen geht, dann bekommt man auch Parasiten sofort und ist nicht mehr ausgeruht und so etwas. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich werde ich es doch so machen, dass ich am Bett dann einfach schneide und die Sachen vielleicht als Outtake reinpacke, die da passiert sind in Sanctuary Hills. Es war ja jetzt nicht viel, aber wir haben uns so ein bisschen bewegt eben in Sanctuary Hills. Ja, das muss ich sagen, das ist ein großer Kritikpunkt für mich zumindest. Das gefällt mir mal gar nicht. Wenn es stabil laufen würde, wäre es schon schwer genug. Aber wenn es dann alle Nase lang abbricht hier in der Gegend. Wie gesagt, das ist sehr frustrierend. Also das ist der Überlebensmodus, dass man sich hier zusammenreißt und sich nicht davon ärgern lässt. Oh, ich ärgere mich nicht, ich wundere mich nur. Denn sowas geht doch auch immer durch viele, viele Testhände. Und das müsste dann ja wohl irgendwo schon auch in irgendwelchen Tests mal gemerkt worden sein. Ja. Sei es drum. Es gibt ja ganz viele Let's Plays auch, in denen gibt es diese Probleme scheinbar nicht.
Wir haben eben wie die Wahnsinnigen gebaut und jetzt, ja, unser Ziel ist jetzt Teffington Bootshaus, ist jetzt Ten Pines Bluff, da wollen wir hin. Eigentlich hangeln wir uns so von Schlafgelegenheit zu Schlafgelegenheit und da drüben haben wir es doch schon. Ten Pines Bluff, liebe Welt da draußen, wir haben es fast geschafft. Unser letztendliches Ziel ist nach wie vor aus der Außenposten Simonia. Quatsch. Wie oft habe ich mich jetzt da versprochen? Der Außenposten Simonia nicht. Unser eigentliches Ziel ist also die Satellitenstation Olivia. Wir laden hier auch jetzt keine Sachen ab. Wir gehen so überladen weiter. Versuchen nur ganz schnell hier ein Bettchen zu finden, damit wir einen Speicherpunkt hier haben. Ich fühle mich wunderbar erholt. Und wir haben Parasiten. Wenn man immer nur eine Stunde zum Abspeichern speichert, wenn man nur eine Stunde schlafen geht, um den Speicherpunkt zu haben, wird man gleich mit Parasiten bestraft. Oder was haben wir jetzt? Müdigkeit wahrscheinlich, Lethargie, Schlaflosigkeit. Du benötigst mehr Schlaf erstmal. Aber da werden uns scheinbar jetzt noch keine Punkte für abgezogen. Macht aber auch nichts. Wir gehen trotzdem durch zur Satellitenstation Olivia. Mal sehen, ob wir es erreichen und in der nächsten Folge gehen wir da nochmal rein. Wir haben ja hoffentlich hier unseren Bruderschaftler noch dabei. Wo ist er? Ah, da kommen sie. Curry ist auch dabei. Ja, und mit dem ist ja eigentlich alles soweit. Unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Ja, und mit dem ist eigentlich soweit erstmal alles in Ordnung. Was haben wir denn hier jetzt noch für einen Marker unten? Ach, da wird was angegriffen. Ja, das müssen die Siedlungen so schaffen. Lernkurve haben wir und, gut, Warwick wird angegriffen. Normalerweise hätte ich ja gesagt, okay, eine Siedlung von uns wird angegriffen. Da rennen wir jetzt schnell hin und helfen denen. Wir würden wahrscheinlich zum Endkampf dann sogar noch hinkommen. Also die Reste könnten wir noch zusammenfegen oder so etwas. Aber da ich froh bin, dass das überhaupt so ein bisschen ruckelfrei läuft und relativ stabil, kann ich ja jetzt nach dem Absturz gar nicht mehr sagen. Ich dachte wirklich, das wäre behoben worden mit diesen ständigen Abstürzen. Oh, ein Redhirsch. Naja, wir sind ja der Bär. Ja, Redhirsche sind bei uns geschützt. Wir versuchen, sie eben nicht zu bedrängen und nicht zu verärgern und nicht zu bekämpfen. Soweit das eben möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Statistik gibt, dass man irgendwo einsehen kann, wie viele Kreaturen man getötet hat. Mich interessiert es. Und wie viele Bauteile man verwendet hat. Ja, ich glaube, so etwas gibt es irgendwo. Ja, wenn es das gibt, da müssen wir unbedingt mal reingucken. Ach, meistens gibt es so etwas. Der Gelehrte... Hallo, merkst du gar nicht, dass wir hier schleichen? Der merkt gar nichts. Der merkt schon nichts mehr. So... Qualmt ganz schön da. Na, hat das jemand mitbekommen? Na, ich glaube, seine Kumpels haben das nicht mitbekommen. Was hier wahrscheinlich noch rumrennt, das sind Red-Kakerlaken. Ach, Quatsch. Was ist denn heute los? Noch nicht richtig wach. Was hier rumrennt, das sind eben diese Maulwurfsratten, die dann auch noch Splitterminen oder so etwas umgebunden haben, die also explodieren, wenn man denen zu nahe kommt. Was uns relativ egal wäre, aber unser Kumpel hier macht uns das Leben schwer und wir können ihn echt nicht warten lassen irgendwo. Hey du,
Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Da wird einem ja übel. Oh. Tut mir leid. Ich hab's nicht so mit der Bruderschaft. Nee, das tut mir nicht leid. Ich muss ja nicht alle mögen. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Hier, hier bei mir! Wo? Boah, ein legendärer auch noch. Weitere Feindseligkeiten sind nicht empfehlenswert. Die Gegner wurden ausgeschaltet. Uah, du! Beinahe hätte ich auf ihn geschossen. Gucken wir mal, ob wir da oben vielleicht eine Schlafmöglichkeit finden. Oder hier unten. Hast du gut geschlafen, Schatz? Jawohl. Ja, wenn ich sage Schlafmöglichkeit finden, wenn ich da so zurückdenke an Nuka World. Das war ja heftig ausbalanciert, oder? Da gab es wirklich sehr wenig Schlafmöglichkeiten. Nuka World war für den Überlebensmodus wirklich sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, für mich. Und das wären auch so Punkte, wo ich sagen würde, ja, Mods, okay, wir nehmen einfach so eine Modifikation, mit der man sich eben so einen Schlafsack mitnehmen kann unterwegs, was ja auch gar nicht so abwegig wäre. Das wäre ja schon eine relativ normale Sache, warum auch nicht? Also würde ich hier aus dem Bunker kommen, wäre es wahrscheinlich das Erste, was ich mir suchen würde, so einen Schlafsack, den man mitnehmen kann, damit man sich überall so schön niederlassen kann und sich mal ausruhen kann. Aber gut, Mods machen es möglich und hier haben wir... Yeah, endlos Impro-Scharfschützengewehr. Unbegrenzte Magazinkapazität. Aktuelle Mods, Standardverschluss, verlängerter Lauf, Standardkolben, Standardmagazin, Zielfernrohr, keine Mündungsbremse, Schaden, ballistischer Schaden, 32, verschießt 38er Patronen und 7 Stück davon scheinbar, Feuerrate von 55, eine Reichweite von 203 und Präzision 96, Gewicht hat das gute Stück auch und zwar ein Gewicht von 4,3 Pfund. Wert 116, das lassen wir natürlich nicht liegen. Das stelle ich mir gerade vor, dass man das vielleicht auch als Challenge nehmen könnte, dass man mit dieser Waffe einmal quer durchs Ödland läuft, hier durchs Commonwealth läuft. Ja, da braucht man schon mal keine Munition. Ihr dürft gerne noch mitmachen, liebe Welt da draußen, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wenn ihr euch irgendwelche Challenges wünscht, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ich mache mir da immer Notizen. Es wird natürlich sehr, sehr lange dauern. Ich sag ja, Fallout 4 wird einer der Titel sein, da ich den Titel so liebe. Trotz aller Sachen, die hier nicht so gut funktionieren, ist das doch einer meiner liebsten Titel mit. Und von daher wird der auch noch hoffentlich lange auf dem Kanal bleiben. Nun gut, so etwas wie mit den Rucklern, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Sowas kann ja passieren. Aber momentan scheint es ja auch wieder zu laufen. So, liebe Welt da draußen, bevor wir hier reingehen, gehen wir erstmal nicht hier rein. Denn die Folge ist am Ende. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.